Gießen von Großgussstücken. Ein Wissensfloater mit Videos, Animationen und Hörtexten. Hier zum Beispiel das Gießen eines neuen Unterholms für eine 8000 Tonnen Schmiedepresse. Es handelt sich um ein 10 Meter langes und 6 Meter breites Gussstück, das im Boden der Gießerei eingeformt und gegossen wird. Die Grube ist sozusagen der Unterkasten. Die großen Rippen im Innern erfordern große Speiser. Speiser dienen dem Bereithalten von Schmelze zum Nachfließen beim Abkühlen und dem damit verbundenen Schrumpfen des flüssigen Metalls. Die Form besteht in diesem Fall aus einem Fundament mit dem Anschnittsystem und Einbauten aus kunstharzgebundenem, höchst hitzebeständigem Spezialsand. Sehr sorgfältig werden weitere Formelemente eingefahren und vermessen. Nach und nach entsteht die Form. Zulaufkanäle werden vorgesehen. Schließlich wird die Form geschlossen und alles mit Sand hinterfüllt. Was in der Grafik so schnell vor sich geht, dauert in Wirklichkeit mehrere Wochen. Um die Wand- und Kernelemente in ihrer Position zu halten und ein Aufschwimmen zu verhindern, müssen tonnenschwere Gewichte aufgelegt werden. Gleich ist es soweit. Im benachbarten Stahlwerk läuft inzwischen die Stahlerzeugung auf Hochtouren. Dreimal muss der Konverter eine Stahlschmelze erzeugen, insgesamt 420 Tonnen, um unsere Form zu füllen. Dazu sind drei Transportpfannen erforderlich. Eine Pfanne mit 140 Tonnen flüssigem Stahl bei 1700 Grad Celsius steht bereits seit einer Stunde auf der Form. Eine zweite kommt gerade. Knapp eine Stunde später hängt die dritte Pfanne am Kran der großen Gießhalle. Dann erfolgt der Guss. Die Bodenschieber der drei Pfannen werden, unterstützt von Sauerstofflanzen, fast gleichzeitig geöffnet. Die 50 Kubikmeter Stahl fließen in nur gut 5 Minuten in die Form. Sechs Wochen dauert das Abkühlen im Gießereiboden. Trotzdem, noch 300 Grad Celsius ist das Gussstück warm, wenn es freigeschaufelt wird. Zuletzt werden die Speiser abgetrennt. Dann das fertige Gussstück aus der Gießgrube gehoben.